Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Sporty mit der 12. Ausgabe GT Legends. Wie gewünscht via Voting, 6 von 9 Stimmen, BMW CSL in Spa-Francorchamps. Ich weiß ja nicht, was euch geritten hat. Die anderen Auswahlmöglichkeiten waren ein Jaguar E-Type. Okay, da kann ich verstehen, dass man den BMW CSL vielleicht vorzieht. Aber ein Porsche 906, dass der so gut wie ihn, ich meine, der hat überhaupt kein Interesse bekommen. Die einzige Stimme war von mir. Ihr wundert mich. Egal. Ihr habt gewotet. Entsprechend fahren wir Spa-Francorchamps mit dem BMW CSL. Bevor wir das allerdings tun, machen wir euch nochmal auf die nächste Umfrage aufmerksam. Und zwar für die 13. Folge GT Legends steht zur Wahl Ockenheim, wo ist mein Ockenheim? Ockenheim National, also ohne Haarnadelkurve hinten. Oder Mondello Park National. Eine der beiden Strecken und dazu hätten wir, ne, es wird amerikanisch. Wir hätten den Shelby Daytona Coupé, den Shelby GT350. Warum eigentlich kein GT500? Egal. Also, den, oder eine C2 Corvette. Gucken, wo habe ich dich? Da habe ich dich. Ja, das wäre dann eben jene oder vielleicht in der Oranje. Ja, auf jeden Fall eine C2 und nicht die C3. Die hatten wir nämlich schon im allerersten Video. Nochmal zusammengefasst. Corvette C2. Shelby Daytona Coupé. Shelby GT350. Das sind die drei Fahrzeuge, die zur Wahl stehen. Und das Ganze entweder auf Mondello Park National oder Hockenheim National. Nachdem wir das geklärt haben, können wir uns jetzt um Spa-Francorchamps kümmern. Die Strecke, auf der wir unser erstes 24 Stunden geartetes Rennen gefahren sind, haben. Ja. Und mit dieser Tradition geht es weiter. Nach wie vor steht die Zeitbeschleunigung auf 60-fach. 8 Runden müssten knappe 24 Minuten ergeben. Und das sind dann somit via Zeitbeschleunigung 24 Stunden. Wir wählen den BMW CSL natürlich in nicht dieser ollen Schlappen-Variante, sondern der gut motorisierten Variante, auch wenn er ein bisschen schwerer ist. Aber mei, er sieht auch ein bisschen bulliger aus, finde ich. Durch die zusätzlichen Lufteinlässe hinten, ein bisschen breiter ausgestellte Kotflügel vorne. Ja, mei, den nehmen wir. Dann schauen wir mal rein. Bevor wir das allerdings tun, ich hatte überlegt, mit welchem Auto waren wir denn letztes Mal unterwegs in Spa? Klar, in Assetto Corsa war es der R40, aber wir waren ja hier in GT Legends auch auf Spa unterwegs, und zwar mit dem Ford GT40. Ja, wusste ich nicht mehr, das ist ja schon fast peinlich. Ich wusste, es war ein Ami, soweit hat meine Erinnerung noch gereicht, aber was für einer. Das fiel mir beim besten Willen nicht mehr ein. Da muss ich echt nachschauen. Und da erinnerte ich mich dann wieder dran, wie das früher so in den Anfängen des Kanals war. Von wegen, ich konnte euch noch die ersten 20 Folgen von R3E Carson Tracks runterbeten. Welche Kombination Straße oder Strecke mit Fahrzeug hatten wir in welcher Folge? Und in welcher Reihenfolge kamen diese Folgen hintereinander weg? Und ja. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Ich kann euch noch nicht einmal mehr sagen, wie viele Folgen wir von irgendwas überhaupt hatten. Da muss ich jedes Mal auf den Zettel spicken. Aber bei über 680 Videos ist das mittlerweile auch nicht mehr ganz so einfach zu verfolgen. Ja, auch eine große Bandbreite an Formaten, an Folgestoff der Sendeplan mit momentan 14 Videos pro Woche. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach, das alles noch in der Birne zu halten. Zumal wir jetzt, glaube ich, seit 16 Monaten im Business sind. Das ist also von daher für mein Brain ein wenig zu viel. Aber dafür haben wir Notizzettel, dafür haben wir auch die Suchfunktion innerhalb von YouTube.
Und somit kann man dann noch die ein oder andere Information später wieder herausfriemeln. Nachdem wir das geklärt haben, noch eine andere Nummer. Ich hatte hin und wieder mal das Problem, dass wir kein Replay hatten in unserem Video. Einmal, weil es überschrieben wurde. Ich hoffe, das habe ich jetzt mit einer Einstellung fixen können. Das wurde immer nur für eine Strecke wurde immer nur exakt ein Replay gespeichert. Hatten wir zum Beispiel das Problem in Dijon-Prenois, weil ich das Rennen zweigeteilt hatte nach einem kapitalen Motorschaden, glaube ich war es. Hätten wir dann auch nur eine Hälfte des Rennens gehabt als Replay und das müsste mittlerweile hoffentlich richtig funktionieren. Da gibt es eine Einstellung, dass diesen Replays auch ein Zeitstempel angehängt wird und sie somit eben nicht überschrieben werden. Muss man aber alles erstmal wissen. Und dann war das andere Problem, dass wir Rennen hatten, wie zum Beispiel in Mondello Park oder Hockenheim, wo die Kamera stationär auf dem Boxengebäude montiert war und somit drei Viertel der Runde einfach nur das Boxengebäude zu sehen war in verschiedenen Formen und Farben. Das gleiche auch in Anderstorp, weswegen es da dann eben auch kein Replay gab. Das gleiche ist mir auch passiert in der Müllenbach-Schleife und dann habe ich mich mal informiert, habe mal die Macht des Internets genutzt. Es gibt wohl wirklich für jede Strecke ordentliche Replay-Cams, aber das Spiel hängt halt hin und wieder mal. Das war mir bis dahin eben auch neu. Aber haben wir jetzt behoben, ihr habt ja gesehen, Müllenbach-Schleife, hatten wir ein volles Replay. Und entsprechend weiß ich jetzt, was zu tun ist. Und zwar einfach mal spielen, neu starten und dann wieder ins Replay gehen. Dann sollte diese hängende Kamera sich wieder gelöst haben und entsprechend sollte wild durchgewechselt werden. Aber wie gesagt, auch das ist ein Thema, das muss man halt erst einmal wissen. Für die kommenden Videos sollte das daher alles kein Problem mehr sein. Nun aber zum heutigen Video, und zwar BMW CSL in einer sehr guten Motorisierung, oder leidlich passablen Motorisierung, so können wir es natürlich auch nennen. Und zwar basiert der BMW CSL auf dem BMW E9, welcher wiederum die Coupé-Version des BMW E3 ist. Dieses Fahrzeug wurde gebaut 1968 bis 1975, relativ schwachbrüstig mit kleinen Motoren, so wie sich das halt für einen ordentlichen BMW gehört. Selbst die CSL-Version, welche ja für Coupé-Sport leicht steht, kam nur auf maximal 250 PS, glaube ich. Auch ein bisschen schwach auf der Brust. Wir haben hier allerdings eine vernünftige Version vom BMW CSL. Und zwar die Rennsportversion, die seit 1974 im Einsatz war. 3,5 Liter, rein 6 Zylinder. Und somit ungefähr 1,5 Liter größer als die anderen Aggregate, die im BMW CSL verbaut waren. Kommen wir hier auf 440 PS. Das Spiel sagt 435, aber close enough. 4,0 Sekunden von 0 auf 100, 275 km, Topspeed, hier sprechen wir von 234 km, Topspeed, ich denke mal über Flügelanstellung und Getriebe bedingt. Also es ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne gegenüber den untermotorisierten Standardmodellen. Kilo Leergewicht geht noch ein bisschen leichter, die eigentlichen CSL waren ein bisschen leicht, aber eben auch untermotorisiert. Ja, CSL eben Coupé-Sport, Leichtbau und deswegen mussten die Dinger dann auch leicht sein, sonst macht es ja keinen Sinn. Wir haben 1974 also dieses Geschoss im Einsatz gesehen. 2 Jahre später ging es dann in der Gruppe 5 weiter, da wurden die Motoren dann aufgeblasen mit Turboladern, was dann auch BMW versucht hat. Bis zu 800 PS hat man da wohl rausgekitzelt, nur das Problem war, das Getriebe hat es nicht mitgemacht. Nicht nur das Getriebe, sondern auch die Reifen. Die 800 PS waren einfach zu viel für alles, weswegen man da gewisse Probleme hatte. Einer Legende nach gab es dann noch bei 250 km/h durchdrehende Räder, weil einfach zu viel Leistung anlag und das Auto das nicht handeln konnte. Reifensatz dann nach 64 km platt. Ja, es ist weniger optimal. Und eben das Getriebe war auch der Meinung, ich will nicht mehr. Erst später mit dem Umstieg von einem 5-Gang auf ein 6-Gang-Getriebe
hat das Ganze dann deutlich besser funktioniert und man hat die Kenntnisse auch für den Turbomotor in der Formel 1 nutzen können. Der BMW CSL oder der BMW 3.0 CSL, der untermotorisierte Bruder von dem, was wir hier vor uns sehen, war eine Kooperation mit Alpina zur Homologation für die Tourenwagen-Rennserien und entsprechend dann auch in gewisser Stückzahl gebaut. Konnte man also auch so kaufen auf dem freien Markt, war nicht speziell für den Rennsport bestimmt, sondern wie eben zu Homologationszwecken damals üblich, musste es eine Serienproduktion sein, die dann auch so im Handel zu erwerben war. Es sei denn, man heißt Volvo, da hat man es MM240 Turbo irgendwie versucht anders zu deichseln und hat es auch irgendwie geschafft mit dubiosen Tricks und Tücken. Aber grundsätzlich war das damals eben so, man baut ein Auto und darauf baut man einen Tourenwagen auf. Dieser BMW 3.0 CSL ist eigentlich der Ur-M. Das war das erste Produkt der BMW Motorsport GmbH und ist eigentlich als Ur-M zu bezeichnen und somit als Vorgänger vom BMW M3. Der BMW 3.0 CSL war auch das erste BMW Art Car, das wir in der Geschichte von BMW hatten. 1975 war es soweit, hat ein Künstler einem BMW 3.0 CSL einen farbigen, bunten, knalligen Anstrich verpasst und ein Kunstwerk auf das Auto gezeichnet. In den folgenden Jahren war das mit den Art Cars ja gang und gäbe. Man kennt die ein oder andere Andy Warhol-Lackierung und ähnliche Späßchen auf allen möglichen Mobilen der BMW-Fabrikation. Eine interessante Tradition, die man da eingeführt hat. Ich glaube, die hat auch heute noch Bestand. Ich glaube, auch auf den neueren M3 gibt es solche Kritzeleien, wie ich sie mal nenne, weil mit moderner Kunst habe ich nichts am Hut. Das finde ich einfach nur, dass die Leute dafür so viel Geld ausgeben. Ich kann das nicht verstehen, für so ein bisschen Kritzelei, Kritzel hier, Kritzel da. Na, es soll ja jeder machen, was er will. Ja, der BMW 3.0 CSL oder grundsätzlich der BMW CSL, eben eine große Historie. Viele Erfolge gefeiert, schönes Auto, hat das Art Car für BMW eingeführt, war das erste M-Modell und so weiter und so weiter. Wir fahren hier und heute die größte Motorisierung des nicht aufgeladenen CSL und das Ding macht Laune. Das kann ich euch schon mal sagen, der geht ziemlich gut, auch wenn er bei 220 eigentlich schon schlapp macht. Könnte vielleicht ein bisschen länger übersetzt sein, noch ein bisschen mehr Leistung haben, aber das gab es ja dann wie gesagt später, womit das Getriebe dann nicht mehr klar kam. Nochmal ganz kurz durchschauen, ob ich denn alle unwichtigen Informationen zu diesem Fahrzeug hier... Ach ja, für die aufgeladene Version mit 800 PS, für die Gruppe 5 Version 3,5 Sekunden von 0 auf 100 bei 308 km/h Topspeed. Wollte ich noch mal in den Raum stellen. Ist also schon ganz stattlich. Aber bringt dir alles nichts, wenn Getriebe und Reifen sagen, ohne uns. Ja, das wäre es gewesen für den BMW CSL. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. Und auf geht es nach Spa-Francorchamps auf die Variante, die 2004 bis 2006 gefahren wurde. 6973 Meter steht hier, 6969 Meter stand, glaube ich, vorhin im Menü. Also irgendwie sowas rund um den Dreh, 6970 Meter plus minus ein bisschen was. Ist ja immer davon abhängig, wo man misst. Wir starten in der alten Boxengasse. Ja, was heißt alten Boxengasse? Die wird ja auch heutzutage noch für die verschiedensten Rennserien genutzt, besonders wenn Formel 1 Rennen stattfinden, dann sind die Rahmenserien hier untergebracht. Damals in den Anfängen der Rennstrecke gab es nur diese Boxengasse und da gab es noch nicht mal eine Boxenmauer, sondern ja, da standst du halt im Prinzip 2 mm neben der Ideallinie irgendwo am Streifen und hast dich nicht gewundert, wenn dir der Arsch abgefahren wurde. War halt so. Wir liegen hier natürlich in Belgien in der Ardennenachterbahn. Mit der Ardennenachterbahn in Belgien. So macht das Ganze... Na, scheiße, ich krieg diese Ausfahrt nie. So macht das Ganze also Sinn.
Und das ist 20 Kilometer entfernt von der belgisch-deutschen Grenze. Deswegen hat man eigentlich hier auch relativ viel deutsches Publikum bei den Strecken, bei den Rennen. Und dieses Jahr denke ich mal umso mehr, nachdem der große Preis von Deutschland nicht stattfinden wird. Das ist jetzt eigentlich gesichert. Hockenheim meint, wir haben keine Zeit mehr, das Event vorzubereiten. Es wäre uns jetzt zu kurzfristig, weswegen wir die Qualität nicht mehr sicherstellen könnten. Deswegen steigen wir mal aus. Und auch Nürburgring hat gesagt oder hat verlauten lassen, bei uns wird es dieses Jahr keinen großen Preis von Deutschland geben. Jetzt könnte man natürlich noch auf Oschersleben ausweichen, aber ich glaube, das hat noch nicht mal eine passende Freigabe der FIA. Ja, somit also dieses Jahr müssen unsere deutschen Formel 1 Fans rüber nach Spa-Francorchamps pilgern. Wenn überhaupt. Die Strecke 1921 eröffnet, 14,9 Kilometer lang knapp. Das Ganze damals öffentliche Landstraßen, so wie sich das für die Zeit gehörte. Bergauf, bergab, ohne Sicherheit, ohne irgendwas. Verdammt schnell. Das Einzige, was aus der Zeit... was in der Zeit schon langsam war... es waren eigentlich zwei Stellen. Die La Source hat seither Bestand und auch die Eau Rouge. Die Eau Rouge langsam, ja, damals in den Anfängen der Strecke ging es nämlich direkt nach der Eau Rouge links, scharf links. Erstmal den Berg hoch in so einer kleinen Schleife. Wurde dann später, 1939, etwas flotter gestaltet. Da ging es dann direkt von der Eau Rouge in die Radillon, so wie es heute auch ist. Allerdings war das suboptimal. Man hat irgendwann im Verlaufe der Jahre versucht, dem Feld wieder etwas Manieren, einzubläuen. Zum Beispiel hatten wir, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre eine Schikane dort in der Formel 1, um die Autos etwas einzubremsen. Also unten in der Senke, unten in der Eau Rouge, gab es eine kleine Schikane, um die Autos einzubremsen. Man hat in der Formel 1 grundsätzlich die Boxenanlage nach oben verlegt vor die La Source. Und zwar war das 1983 war das, so. Wo wir gerade hier an dieser Stelle sind, im Busstopp. Diese Variante wurde 2004 bis 2006 gefahren. Dieser kleine extra Schlenker. Ansonsten geht es nämlich hier durch den Busstop direkt. Das war die Variante davor. So, zurück zur La Source, zur Boxenanlage. Diese Boxenanlage zur Rechten wurde extra für die Formel 1 angeschafft, gebaut und seit 1983 eben auch genutzt. Start und Ziel seit 1983 in der Formel 1 hier an dieser Stelle, um die Autos nämlich in der ersten Kurve durch die La Source zu fädeln, womit sie dann zumeist hintereinander aufgereiht aus dieser La Source kommen und somit hintereinander aufgereiht durch die Eau Rouge fahren. Anstatt wie früher nach dem Startgetümmel zu dritt, zu viert nebeneinander durch die Eau Rouge, was in der Kurve auf jeden Fall eine gefährliche Nummer ist, weswegen man eben versucht hat, diese Stelle zu entschärfen, dadurch, dass man den Rennstart vor die La Source verlegt. Die Busstop-Schikane gibt es seit 1979, soweit ich gerade informiert bin. Das Auto könnte einen sechsten Gang gebrauchen. Seit 1981, Entschuldigung, gibt es die Busstop. Und das Ganze in den verschiedensten Varianten. Wie gesagt, die Variante, die wir heute fahren, gibt es seit, oder gab es 2004 bis 2006. Davor sah das Ganze ein bisschen anders aus. Danach, seit 2007, gibt es die aktuelle Variante, die wirklich nur noch aus einer Schikane besteht und nicht mehr aus dieser eigentlichen Bushaltestellenform, die ja den Namen für die Busstop-Schikane liefert. Die Strecke in der heutigen Konfiguration 7004 Meter lang, gelegen im Dreieck Stavelo, Malmedy und Spa. Start- und Zielgerade auf Höhe Francorchamps und somit namensgebend für Spa-Francorchamps. Legendäre Veranstaltung Formel 1. Seit 1925 wird hier eigentlich Formel 1 gefahren. Weltmeisterschaftsstatus seit 1950. Man war dann zwar nicht jedes Jahr hier, zwischendurch war man ja in Solda.
Aber man hat doch schon das ein oder andere Rennen hier in Spa-Francorchamps in der Formel 1 bestritten. Das war nix. Wir haben seit 2012 die World Endurance... Ja, doch, die World Endurance Championship. Das klingt so komisch, ist aber richtig. Meisterschaft ist ja weiblich. Hier auf dieser Strecke. Und zwar mit dem Rennen vor Le Mans. Wo dann auch das dritte Fahrzeug von den Herstellern eingesetzt wird, die in Le Mans ein drittes Fahrzeug einsetzen wollen. Dieses Jahr kommt Nico Hülkenberg zu Ehren, einen dritten, ich glaube, Porsche 919 fahren zu dürfen. Wir haben die ADAC GT Masters hier 2013 gehabt und wir haben sie auch 2015 hier. Wir haben die WTCC 2014 hier gehabt, aber leider nur 2014. Dieses Jahr ist das Rennen wieder rausgeflogen. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man in der ADAC GT Masters Spa wieder aufgenommen hat. Ich meine, ich finde Spa sowieso eine coole Strecke, aber dafür fällt der Slowakia-Ring raus. Haha! Wir haben die Blancpain Endurance Series hier, wir haben 24-Stunden-Rennen hier. Die DTM war mal hier 2005, aber ja, es ist viel los hier in den Ardennen. Die Strecke hat eine lange Historie. Auch ein paar traurige Tiefpunkte erlebt. Ich sag nur 1000 Kilometer Rennen. Ein paar spannende Überholmanöver überlebt, nicht überlebt, erlebt. Wie zum Beispiel hier Überholmanöver, wer war es? Weber gegen Alonso in der Eau Rouge. Letztes Jahr in der Formel 1 der Showdown der beiden Mercedes in Runde 2. Nico Rosberg schlitzt Lewis Hamilton den Hinterreifen auf und aus für Lewis Hamilton. Absicht oder nicht? Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall ist Spa immer für eine Überraschung gut, auch was das Wetter angeht. Einfach dadurch, dass die Strecke so lang ist, über momentan 7 Kilometer, kann es einfach sein, dass die Wetterverhältnisse arg unterschiedlich sind an den einzelnen Streckenabschnitten. Und das ist natürlich für einen Rennfahrer eine besondere Herausforderung. Die Eau Rouge ist auch immer was Besonderes. Da hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr bei den Sportwagen die ein oder anderen Unfälle erlebt. Ja. Spa eben, ne? Dann schaue ich doch mal, wo ich mein Auto jetzt gerade eh schon weggeworfen habe, ob auf meinem Zettelchen noch was steht zu Spa-Francorchamps. Das hatten wir. Das hatte ich auch schon. Das ebenso wenig. Aua. Das auch. Achso, seit 2001 gibt es keinerlei öffentliche Straßen mehr. Das war bis 2001 so, dass, glaube ich, die Eau Rouge bis hoch Camel, Strait und Le Combe noch öffentliche Straßen waren, die jeweils fürs Rennen abgesperrt wurden. Und seit 2001 ist Spa-Francorchamps eine vollständig permanente Rennstrecke. Jeglicher öffentliche Teil wurde mittlerweile gesperrt durch eine neue Umgehungsstraße. Somit ist jetzt also die Rennstrecke vollständig permanent. Okay, das hätten wir also geklärt. Das haben wir. Das haben wir auch gedacht, gesagt. Das. Bin ich durch, glaube ich. Gut. Aua. Komm runter vom Körb. Ja. Das also Spa-Francorchamps. Nun müssen wir mit Konzentration und Speed eine gute Runde hinlegen, um eine gute Ausgangssituation fürs Rennen zu schaffen. Man sieht so wenig auf dieser Strecke. Finde ich schade. Hätte man ein bisschen mehr Licht, wäre das Ganze nicht ganz so mystisch. Naja. Haha, scheiße. Ich vergesse immer wieder, dass diese Runoff Areas, diese Auslaufzonen vom Grip her... Naja, Grip ist einfach nicht vorhanden an diesen Stellen. Und dann drehst du dich sehr schnell ordentlich weg. Ich weiß nicht, wieso man diese zusätzliche Schikane hier eingebaut hat in der Bus-Stop. Machte das irgendeinen Sinn? Eigentlich doch nicht, oder?
Egal. Auf zur neuen Start- und Zielgeraden. Auf zur La Source. Ab durch Michael Schumachers Wohnzimmer. Erstes Formel-1-Rennen 1991, 1992 der erste Sieg. 2012 der 300. Grand Prix. Und das alles auf der Ardennen-Achterbahn im Schumis Wohnzimmer. Scheibenhonig. Irgendwie fehlt mir mal wieder ein Grip. Du könntest jetzt hier, genau, dich auf die Kämme gerade orientieren und weg vom Dreck kommen. Auf zu Les Combes. Les Combes. Ach, mein Französisch war auch schon mal besser. Okay. Irgendwen haben wir da hinter uns, der vorbei möchte, kann aber knicken. Nicht mit mir. Oder doch mit mir. Oder doch nicht. Wir sind uns noch ein bisschen uneinig, wer jetzt vorfahren darf und wer nicht. Zu spät gebremst. Jetzt ist er vorbei, denke ich. Ist er nicht. Dann Olla 911 RSR. Das war nicht gut. Das war nämlich zu spät, zu viel gebremst. Meine Güte, das ist gerade mal Qualifying und wir fahren jetzt schon unser Rennen. Gegen so einen alten Porsche. Nein, dieser kleine Schubser war nicht gut. Also ihr seht, da geht in Sachen Rundenzeit noch einiges. Das war zu viel eingelenkt. Das war gar nicht gelenkt. Aua, das arme Auto. Und was war das? Viel zu spät angebremst für die La Source. Und ihr seht, wie wenig Grip man hier hat. So wenig, dass das Auto eigentlich nur noch seitlich schiebt. Es ist total derbe. Diese ollen Auslaufzonen, da geht gar nichts. Wir sind natürlich auf dem... Oh, wir sind nicht auf dem letzten Platz. Wie kommt's?
Es ist nicht einfach mit diesem Auto. Grundsätzlich mit diesen alten Autos. Da fehlt es einfach ein bisschen an Grip. Wobei, das Auto fällt sich schon ziemlich gut. Dieser olle BMW macht schon einen ganz guten Job. Nein, nicht schon wieder. Ach Mann. Diese Kurve geht flat out, ich weiß es. Nur braucht man dafür die richtige Linie. Und hier auch schon wieder. Meine Güte, was ist denn los? Ein Wandkontakt nach dem nächsten. Und tschüss. Da ist echt kein Halten auf dieser Auslaufzone. Ah, und jetzt habe ich mich auch noch festgefahren. Wisst ihr was, das ist mir alles zu blöd. Wir machen direkt weiter. Ob wir jetzt 36. sind oder 36. ist auch gerade egal. Wir müssen einfach einen guten Start hinlegen. Und der Rest ist... ja, wurscht. Ja, auf geht's zu den 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Vor uns 2.914.6. Neben uns ein Di Tommaso. Das sieht schon geil aus, wenn hier die ganze Meute versucht, den Berg hochzukommen. Rouge Radillon, da scherbt. Boah! Ah, wie geil. Ach, wie geil. Das sah ja geradeaus. Zu dritt übereinander. Das hatte was. Ziel ist es, diesen Unfall jetzt nicht mitzunehmen. Auch wenn das einfacher gesagt als getan ist, glaube ich. Ne, diesmal sind sie halbwegs vernünftig hier durchgekommen. Halbwegs. Guten Morgen. Diese Martini-Lackierung ist cool. Aua! Doppelaua! Sorry, muss da nur mal eben dann vorbei. Hatten wir uns nicht eigentlich mit dem Ford GT hier sogar aufs Dach legen lassen? Am Ende der Kemmel, also kurz vor den... vor den Korns. War das nicht so? Irgendwas habe ich zumindest in Erinnerung. Was da nicht so ganz rund lief in unserem Rennen mit dem Ford GT. Ford GT 40. Er schießt so ein Giftgelber mal 11 RSR durch und bremst dann mitten in der Kurve ab. Muss das denn sein? Ich habe keine Ahnung, auf welcher Position wir sind, aber ich glaube, wir sind ziemlich gut nach vorne gekommen.
Scheiße, das war unsere Beleuchtung, die ich eigentlich gleich noch brauche, wenn es dunkel wird. Grüß Gott. Wo sind wir denn jetzt nach einer Runde? Von der 36 aus kommend. Sind wir auf der 23. Oh, ist okay. Irgendwo will ein Pantera neben uns vorbei, kann aber knicken. Grüß dich. Und ist er wieder neben uns, der Porsche? Leichten Slide in die Kurve. Warum auch nicht? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir gleich überholt werden. Gerade so, was heißt gerade so die Kurve bekommen? Eigentlich ziemlich gut die Kurve bekommen. Gerade so zwei Gegner überholt. Ich glaube, neben uns ist schon wieder einer. Damit sind wir schon auf der 20. Position. Nein, 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 nicht runter. Runter. Ah. Wieder spinziges Gefährt. Zu spät.
Irgendwie hat hier jemand ein paar Teile verloren. Hinten drückt schon wieder dieser olle Pantera. Glaube ich zumindest, dass es der Pantera ist. Warum ist hier vorne jetzt so ein Kuddelmuddel? Scheiße. Das war nicht geplant, dass ich ihm gerade voll drauf fahre, dem Kollegen. Lass mich doch durch! Du bist ja eh untermotorisiert, wissen wir doch. Nein, 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 ganz schlecht durch die Kurve gekommen. Und somit auch viel Schwung für die Kämme gerade verloren. Ja, fiese Verteidigung, aber da ging mir einfach der Grip aus. Rum. Dich habe ich da gerade erst überholt. Was soll denn der Mist? Und wieder einmal bremse ich am Gegner. Oh. Also ich bin der Meinung, dass ich den Bremspunkt geschafft hätte, wäre der Gegner nicht im Weg gewesen. Aber das zählt natürlich nicht. Ich hätte eigentlich ohne Berührung durch die Kurve kommen müssen. Egal wie viele Gegner vor mir sind. Es kann immer mal passieren, dass irgendwer früher bremst als erwartet. Das muss man eigentlich mit einkalkulieren, eigentlich. Aber ich schaffe es nach wie vor nicht zu antizipieren, wann die KI wirklich mal früher bremst, als es, ja, als ich es erwarten würde. Das ist nach diese kleine Berührung mit unserem Markenkollegen war absolut nicht gut. Das hat jetzt ewig viele Plätze gekostet. So ein Scheibenhonig. Nur durch diese ganz kleine Berührung. Ich dachte, ich würde hinter ihm einscheren in der Eau Rouge, aber nein. Das hat gerade nicht gepasst.
Kein Licht mehr da beim Porsche. Leicht überbremst. In welcher Position sind wir jetzt wohl? 25? 30? Da war ich gerade... Ja, ist okay. War gerade so damit beschäftigt, das Licht auszuschalten, dass ich nicht mehr auf die Streckenbegrenzung geachtet habe. Oder auf den Streckenverlauf vielmehr. 26. Nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Ich sollte nicht versuchen, in dieser Kurve irgendwen überholen zu wollen. So ein Mist auch. Da hatte ich gerade den Anschluss nach vorne wieder geschafft und schwupps, wieder weg die ganze Kacke. Direkt vor uns war eine schöne Kampfgruppe, die wir wieder überholen hätten können. Was macht das Wardy? Er wirft es wieder weg. So wie sich das gehört, genau. Mann! Jetzt hatten wir in letzter Zeit zwei gute Rennen. Mindestens mal zwei. Und heute läuft wieder alles schief, was schief gehen kann. Irgendwie gab es hier wohl wieder gerade ein kleines Küsschen zwischen zwei Fahrzeugen. Okay, vielleicht ist früher Bremsen doch schneller, ich weiß ja nicht. Aber nicht so schnell wie an der KI bremsen. Das fand ich bisher von der Verzögerung her immer die beste Variante.
Oh, wir haben sogar unseren Platz behalten. Cool. Nur ein bisschen Zeit verloren. Aha, da vorne gibt's Trouble. Zwei 911 RSR gegen einen 914-6. Das ist jetzt übrigens die vorletzte Runde. Muss ja nur kurz gucken, ob wir noch genug Sprit haben. Aber dem scheint so zu sein. Ich habe nämlich. Ich vergesse immer darauf zu achten, wie es um den Sprit bestellt ist. Ich weiß noch nicht mal, ob der hier überhaupt der Spritverbrauch aktiv ist momentan in diesen Einstellungen, die wir fahren. Das wäre natürlich doof, wenn wir hier mal mit leerem Tank ausrollen würden. Nachdem wir uns ein tolles Rennen geliefert haben. Und gib ihm. Wir können hier vielleicht noch ein paar Plätze gewinnen in der letzten Runde. Zumindest sind wir wieder nahe dran. Vielleicht ein bisschen zu nahe. Das war nicht geplant, diese Dive Bomb. Entschuldigung dafür. Ich habe nur den Bremspunkt mal um locker 20, 30 Meter verpasst. Ich habe aufs falsche Schild geachtet. Aua. Spritverbrauch scheint aus zu sein. Zumindest bewegt sich die Tanknadel nicht. Ich glaube, unser einst so stolzer BMW hätte jetzt nur noch Schrott wert nach diesem Rennen. So wie ich ihn zugerichtet habe. Thank you.
zieh. Hier ist noch eine Dive Bomb in die La Source rein. Diesmal aber eine geplante. Kriege ich nämlich dann auch. Oh, Entschuldigung. Die Berührung war nicht geplant. Ich wollte sagen, so kriege ich nämlich die Kurve dann auch besser, wenn ich sie vorher plane, diese Dive Bomb. Und Platz 24, ja? Puh. Ach, Mann. Ich hab's weggeworfen. Ich weiß. Aber so sonderlich. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel möglich gewesen wäre. Wir waren ja vor unserem ersten Ausrutscher schon ziemlich gut nach vorne gekommen. Da war eigentlich schon einiges möglich oder wäre einiges möglich gewesen. 24. Platz. Und wir hatten uns vorher, glaube ich, irgendwo hier in diesem Bereich aufgehalten. Nee, gar nicht wahr. Irgendwo da so 17, 18, 19, 20. Ja, schade. Eine schöne Strecke, tolles Auto. Gucken wir mal auf die Rundenzeiten. Da sind wir, na okay, sind wir ziemlich schlecht. Mittelfeld. Ziemlich genaues Mittelfeld, ja. Naja, das hat halt nicht sollen sein, ne? Das nächste Mal wieder. Und ihr bestimmt, wo es das nächste Mal hingeht. Für morgen haben wir das zweite Rennen ADAC GT Masters auf dem Nürburgring am Montag. Die brasilianische Formel 3 in Game Stock Car Extreme. Dienstag, Mittwoch GT Pro Meisterschaft Laguna Seca. Das wird sehr interessant in Race 07. Donnerstag Assetto Corsa mit dem dritten Fahrzeug aus dem Dreampack DLC. Und dann am Freitag geht es schon weiter wieder mit ADAC GT Masters. Dann auf dem Sachsenring. Genau, auch das wird eine sehr, sehr interessante Erfahrung werden mit unserem Sereni Camaro GT3. Das soll es dann von mir für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Däumchen drücken, fürs 24 Stunden aufbleiben. Ach, ihr wisst schon. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Swoddy.